Hey Skatfreunde, ich bin's Daniel und wie versprochen soll es diese Woche erneut um die Trumpfgabel gehen, also das zweite Video zu diesem Thema. Falls ihr aus Versehen den ersten Teil verpasst haben solltet, habe ich ihn hier nochmal verlinkt. Den bitte zunächst anschauen und dann starten wir jetzt direkt in das Beispiel. Unser Blatt ähnelt ein Stück weit der Verteilung von letzter Woche und natürlich geht es auch wieder um dieses Instrument Trumpfgabel. Aber der Verlauf und die Verteilung und auch der Schwerpunkt ist ein ganz anderer. Wir sitzen diesmal in Mittelhand, haben das Spiel wieder für 18 bekommen und nach Skataufnahme einen Sechstrümpfer in Pik, allerdings diesmal nur mit den beiden mittleren Buben, ein Ass zu dritt und ein bisschen wieder was an der Seite. Ganz routiniert drücken wir Karo König und 7 und sagen dann unser Pik-Spiel an. Das Spiel wird eröffnet mit der Herz-Lusche, die wir bedienen müssen, und in Hinterhand wird mit dem Herz-Ass rausgenommen. 11 Augen für die Gegner und ganz klassisch wird die Farbe auch zurückgespielt. Dame König liegt vor uns und diesen Stich sollten wir uns jetzt sicher schnappen. Idealerweise hier mit dem Trumpfbild. Die Trumpf 10 behalten wir noch, falls wir sie im Spielverlauf noch für andere Dinge gebrauchen können. Wie sollten wir jetzt Trumpf starten? Die Lusche ist hier vielleicht deswegen nicht so gut, weil wir dann selbst gegen eine günstige 3 zu 2 Trumpfverteilung ein bisschen zu kurz kommen. Wir müssen danach vielleicht wieder stechen, können dann erst den Buben spielen, dann verfallen unsere beiden Kreuzstiche. Von daher spricht schon die Tempoüberlegung dafür, hier einen Buben zu starten, zusätzlich die Chance, hier eine Trumpfgabel aufzubauen, wenn es ungünstig sitzt. Jetzt fällt Pik König und Kreuz Bube, das sind jetzt 19 Augen für die Gegner. Wir sind wieder in Mittelhand und da liegt dann die Herz 10. Die Herz 10, das ist natürlich wichtig zu wissen, ist nicht der siebte Herz. Es fehlt noch eine Herz Lusche und das alleine spricht sicher dafür, hier nur klein zu stechen. Denn es besteht ja noch eine gute Chance, dass die Herz Lusche auch tatsächlich in Hinterhand sitzt. Und unser Spiel ist an sich auch gar nicht stark genug, dass wir uns das erlauben können, hier den Herzbuben zu verstechen, gerade falls dann tatsächlich Herz noch günstig verteilt ist. Die Lusche also sicher hier die beste Karte und ja, in diesen Beispielen geht es aber ja um Situationen, wo alles nicht so günstig läuft. Und dann könnte natürlich passieren, dass man hier gerade mit dem Karo Buben übergestochen wird. Das ist schon unangenehm für uns und ein Unglück kommt ja selten allein. Ganz häufig wird danach auch noch unsere Stechfarbe auf dem Tisch liegen. Karo Lusche Dame, damit sind wir jetzt natürlich aufgeflogen und es sieht mal wieder nicht gut aus, da wir auch ganz stark vermuten, dass hier noch das Pik Ass besetzt sitzt. Rein rechnerisch hier noch einen dicken Trumpfstich hin und die beiden Stiche in Kreuz, da werden wir nichts mehr gewinnen. Insofern bietet es sich aber hier ja schon wieder an, auf die Trumpfgabel zu spielen und wenn wir da letzte Woche das Beispiel uns nochmal in Erinnerung rufen, das allerwichtigste Trumpfgleichstand herstellen. Das würde bedeuten, jetzt hier mit der Piklusche stechen, Kreuz von oben, Kreuz von unten, im achten Stich noch ein Kreuz abschmeißen und dann haben wir die Gabelposition. Das könnten wir also hier so sicher erreichen. Das Problem an dieser Stelle ist, die Gegner haben hier schon 31 Augen liegen und nachdem wir Kreuz oben unten gespielt haben und dann nochmal ein Kreuz abschmeißen müssen, ist die Gefahr sehr groß, dass die Gegner dann schon über 60 haben. Dann gelingt zwar unsere Gabel, der komplette Plan geht auf, aber es reicht einfach nicht. Und diese Überlegung sollte uns dazu bringen, hier trotz alledem nicht zu stechen, sondern wirklich die Nerven nochmal zu bewahren und jetzt schon abzuschmeißen, die günstige Chance nutzen, dass hier nur 3 Augen liegen. Die Gefahr, die dabei besteht, ist, dass dieser Spieler hinterher Kreuz spielt und dann werden wir den überschüssigen Trumpf nicht mehr los. Dann ist unser Plan im Eimer, dann werden wir das Spiel wohl nicht gewinnen. Wir können das aber trotzdem, sage ich mal, riskieren, denn dieser Spieler sitzt ja auch noch auf dem letzten Herz und er hat unsere Stechfarbe in Karo getroffen. Er wird die Gefahr nicht kommen sehen und nicht widerstehen können, uns den letzten Herz vorzusetzen, um uns zum Stechen zu bringen. Insofern können wir es also mal versuchen mit diesem Abwurf und dabei kommt jetzt die zweite Besonderheit. Wir sollten nicht die Kreuz-Lusche abschmeißen, denn damit begeben wir uns in die Gefahr, dass nachdem wir danach tatsächlich Herz oder Karo klein gestochen haben, wenn wir das Kreuz-Ass ziehen und an sich für uns günstig die Kreuz-10 blank sitzt, wir plötzlich mit dem Kreuz-König nicht mehr vom Spiel kommen.
Die Gegner haben ja schon 31 liegen, warten dann einfach und holen sich im letzten Stich Pik 10 mit Karo Ass und Trumpf Ass. Dann ist unser schöner Plan doch noch hinüber. Insofern vorausschauend spielen heißt jetzt hier schon den Kreuz König abschmeißen auf 38. Jetzt heißt es natürlich Daumen drücken und tatsächlich, es kommt Herz und das sieht schon ganz stark wie ein Siegzug für uns aus. Wir stechen jetzt also klein, bekommen aus Hinterhand die Karo Lusche. Jetzt haben wir den Trumpfgleichstand hergestellt. Jetzt ziehen wir hier das Kreuz Ass und es fällt Kreuz 7 und Kreuz 9. Damit sind wir jetzt im sicheren Hafen, denn jetzt können wir gleich die Kreuz Lusche rausspielen. Es bestand in diesem Stich nochmal eine Minimalchance, mit einem ganz brillanten Zug aus Hinterhand unser Spiel doch noch zu schlagen. Dazu hätte der Spieler jetzt aber die Kreuz-Dame dazulegen müssen, oder sogar die Kreuz-10, um dann im nächsten Stich die Kreuz-8 mit der Kreuz-7 tauchen zu können. Das ist aber für den Spieler sehr schwer zu sehen, dass wir hier in einem Gabel-Endspiel uns befinden, beziehungsweise das ist die ganz hohe Schule, das wird sehr selten passieren. So ist es eher typisch, ihr bekommt diesen Stich, spielt jetzt Kreuz raus, hier fällt die Kreuz 10 und dieser Spieler wird zum Beispiel die Karo 10 dazugeben, dann auf 58. Er könnte natürlich, wenn er ganz präzise spielt, auch hier mit dem Trumpf Ass einstechen, weil er es sonst sowieso verliert, doch auch das reicht ihnen nicht, sie kommen dann nur auf 59. So ist jetzt alles vorbereitet für euer großes Schaulaufen, für euer Endspiel. Kreuz Dame wird vielleicht hier schon direkt mit dem Trumpf Ass vorgestochen oder mit der Trumpf Lusche. Auf jeden Fall habt ihr die Gabel, um hinten raus die großen Punkte einzufahren und das Spiel ganz knapp noch zu gewinnen. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr Skat liebt oder wenn ihr was dazugelernt habt, jetzt ist der Moment, um mit dem erhobenen Daumen es mir und der Welt und YouTube und allen da draußen zu zeigen. Ruft es raus, hier ist der Kanal zum Skat lernen. Ich freue mich darauf, ich freue mich auf euer Abo, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch guten Tag.